Wie gehen Anhänge? Was kommt da alles rein? Wie geht das in Microsoft Word? Wie geht ein digitaler Anhang auf CD? Zeige ich Ihnen in diesem Video. Wir haben hier eine PDF, die können Sie sich auch runterladen. Da steht das meiste nochmal drin, was ich jetzt sagen werde, und auf die gehe ich jetzt auch ein am Anfang. Es wird so laufen. Am Anfang mache ich die Grundlagen von den Anhängen, das, was für alles gilt. Dann beschreibe ich die drei Arten von Anhängen, die es gibt. Und danach zeige ich Ihnen, wie Sie in Microsoft Word alle drei Arten von Anhängen hinbekommen, auch den digitalen Anhang auf CD. Es gibt auch wieder Zeitstempel unterhalb vom Video, damit Sie an die benötigte Stelle springen können. Fangen wir direkt an. Grundlagen. Was kommt in den Anhang rein und was nicht? Hier steht dran, was für Voraussetzungen die Dokumente erfüllen müssen, damit sie in den Anhang dürfen bzw. müssen. Und dann steht hier in der grünen Tabelle dran, was für Sachen man häufig in Anhängen findet, und in der orangefarbenen Tabelle, was für Sachen man eigentlich nicht da drin findet, außer die Lehrkraft möchte das explizit. Ich gehe da jetzt nicht drauf näher ein, ich lese es nicht vor. Sie können das Video jetzt noch pausieren und ich mache direkt weiter. Position des Anhangs und Nummerierung. Ihr Anhang kommt nach dem Literaturverzeichnis normalerweise und bekommt auch wieder Überschriften der ersten Ebene. Das heißt, Sie nehmen die Überschrift 1 für Ihren Anhang, und wenn Sie Ihre Anhänge noch tiefer untergliedern möchten, können Sie auch in den Anhängen dann die zweite Ebene wieder eröffnen. Ich habe Ihnen hier Beispiele geschrieben, wie Sie das machen können mit arabischen Zahlen oder römischen Zahlen oder mit Buchstaben. Bei der Seitenzählung wäre es so, ich empfehle Ihnen, dass Sie die arabischen Seitenzahlen Ihres normalen Fließtexts weiterlaufen lassen. Sie können auch auf römische Seitenzahlen wechseln, und manchmal möchte Ihre Lehrkraft das auch, aber das ist schwieriger, weil Sie da von Hand neu ansetzen müssen. Wenn Sie vor dem Text 4 römische Seitenzahlen in den Verzeichnis hatten, müssen Sie jetzt von Hand eingeben, dass Sie eine römisch 5 haben möchten beim Anhang. Fehleranfälliger und eigentlich unnötig, wenn man das da hinten nicht mehr braucht, aber falls Sie es eben doch brauchen sollten, können Sie nochmal den Schnellkurs Word aufmachen auf dem Channel oder hier den Link klicken, dann sehen Sie nochmal, wie das geht. Dann, wie verweist man auf den Anhang? Also wir gehen davon aus, der Anhang wäre jetzt schon an der Arbeit dran, und jetzt geht es darum, wie man im Text oder im Literaturverzeichnis auf den Anhang verweist. Im Text nennen Sie einfach den Anhang mit seiner Nummer, beziehungsweise den Anhang mit seiner Nummer und dem genauen Bereich, falls der Anhang groß ist. Gerade bei Interviews gibt es sehr viel Sinn, da die Zeilennummerierungen noch anzumachen und die Zeilennummern dem Leser zu geben. Oder wenn es jetzt eine sehr lange PowerPoint wäre, die Sie aus dem Internet vom Unternehmen haben, da geben Sie halt noch die Seitenzahlen mit an. Ich habe Ihnen hier noch ein bisschen hingeschrieben auch, wie Sie das hinbekommen, also wie Sie die Zeilennummern anmachen, welche Seitenzahlen man da nimmt, wenn das eigene Dokument und der Anhang Seitenzahlen haben, steht alles hier. Und im Literaturverzeichnis brauchen Sie den Anhang nicht nochmal gesondert aufführen. Es kann natürlich sein, dass Sie im Anhang auch wieder Quellen benutzen, dann bekommen die Anhänge ganz normale Quellenbelege, ganz normale Kurznachweise oder Vollbelege nach Ihrem Zitierstil, und die führen dann natürlich wieder ins Literaturverzeichnis. Aber Sie müssen, wenn Sie einen Anhang haben, den nur in den Anhang packen und im Text sagen, siehe Anhang so und so. Der muss nicht nochmal explizit ins Literaturverzeichnis rein. Welche drei Arten von Anhängen gibt es dann jetzt? Es gibt eigentlich drei, zwei Arten, die gedruckt sind und einer, der noch digital ist. Ich gehe der Reihe nach durch. Die erste Methode wäre, alle Anhänge stehen namentlich im Inhaltsverzeichnis. Sprich, wenn Sie sich mal dieses Word-Dokument anschauen, da käme hier nach dem Literaturverzeichnis dann jetzt gleich Anhang 1 so und so, Anhang 2 so und so, Anhang 3 so und so. Das wäre dieses Prinzip. Das ist die einfachste Art und Weise von Anhängen, und die bietet sich an, wenn Sie nur zwei, drei Anhänge haben. Weil das bläht Ihr Inhaltsverzeichnis nicht unbedingt auf. Und es gibt auch keinen Sinn, ein separates Anhangsverzeichnis für drei Sachen zu führen. Also wenn Sie wenige Sachen haben, die Sie der Arbeit gedruckt anhängen, dann machen Sie es so. Ich zeige Ihnen gleich nachher, wie Sie das in Word hinkriegen. Im Gegensatz dazu gibt es doch die Variante, alle Anhänge sind namentlich in einem separaten Anhangsverzeichnis. Das würde folgendermaßen aussehen. In Ihrem Inhaltsverzeichnis steht an der Stelle, wo normalerweise gerade eben noch Anhang 1, 2, 3 waren, bei der Variante davor, steht hier jetzt nur noch Anhang. Und dann geht man an diese Stelle, dann folgt da ein Anhangsverzeichnis, in dem dann die Anhänge aufgelistet werden, und dann folgen die Anhänge in echt.
Und Sie merken jetzt schon, wofür das geeignet ist, nämlich wenn Sie sehr viele Anhänge haben. Ansonsten wäre ja Ihr Inhaltsverzeichnis aufgebläht und dieses separate Anhangsverzeichnis gibt eben dann immer mehr Sinn, je mehr Anhänge Sie haben. Das ist schwieriger zu gestalten, aber ich zeige Ihnen das im zweiten Teil des Videos. Und dann gibt es noch eben den digitalen Anhang. Der bietet sich in zwei Fällen an. Zum einen, wenn Sie Sachen haben, die Sie eben einfach nicht gedruckt anhängen können, also Audiomitschnitte oder sehr große Excel, Spreadsheets, was es auch ist. Wenn man das Ding nicht in gedruckter Form anhängen kann, gibt ein digitaler Anhang Sinn. Oder wenn Sie sagen, ja gut, ich habe eigentlich eh schon eine CD, ich muss eh schon meine Arbeit mit einem Plagiatsscan mit abgeben, dann mache ich doch die Anhänge einfach auf meine CD mit drauf, auch das geht. Dann bietet sich ein digitaler Anhang an. Machen wir jetzt die drei Arten von Anhängen der Reihe nach. Also zuerst mal, wie kriegen Sie den Anhang hin, wo alles im Inhaltsverzeichnis mit drin steht, dann den, wo es ein separates Anhangsverzeichnis gibt und dann noch den digitalen Anhang. Wir fangen hier an mit dem normalen Anhang, dem häufigsten Anhang, den Sie dann nehmen, wenn Sie wenige Sachen haben, die Sie anhängen möchten. Und der ist sehr einfach. Sie nehmen jetzt einfach eine Überschrift der ersten Ebene und schreiben eben hin Anhang römisch 1 oder arabisch 1 oder A, Name des Anhangs. Und das war's im Prinzip. Sie nehmen hier die Zählung noch raus. Die sind ungezählt, beziehungsweise Sie haben sie ja hier selber gezählt mit dem römisch 1 jetzt. Und wenn Sie noch einen Anhang hätten, dann machen Sie jetzt eben das gleiche nochmal. Anhang römisch 2, Name des zweiten Anhangs. So. Wieder die Zählung hier löschen, einfach zweimal return, nicht return. Schauen wir uns das Ganze im Inhaltsverzeichnis jetzt an. Also Rechtsklick aktualisieren, gesamtes Verzeichnis aktualisieren. So, Anhang 1, Anhang 2, wunderbar, fertig. Im Vergleich dazu, wenn Sie ein separates Anhangsverzeichnis möchten, dann haben Sie ein bisschen mehr Einmalaufwand am Anfang gerade, bis Sie das mal aufgesetzt haben, aber das zeige ich Ihnen jetzt. Nochmal, wie soll der aussehen? Da soll nachher hier nach dem Literaturverzeichnis stehen Anhang und dann möchten wir unten unterhalb des Anhangs, also wieder hier nach dem Literaturverzeichnis, da steht Anhang. Und dann muss hier jetzt ein separates Anhangsverzeichnis hin, das auflistet, was es für Anhänge gibt, und das machen wir jetzt. Wir brauchen dafür neue Überschriften, neue Arten von Überschriften. Also hier soll das Verzeichnis nachher sein. Schreibe ich nur mal so für mich hin. Und dieses Verzeichnis kann man automatisieren. Man braucht da jetzt einfach andere Überschriften als die Überschrift 1, 2, 3. Und dafür gehen Sie her, nehmen die normale Überschrift 1, die Sie haben. Anhang römisch 1, Name des Anhangs. Und die verwandeln Sie jetzt in eine extra Anhangsüberschrift, die nur im Anhangsverzeichnis gezogen wird. Dafür machen Sie einen Rechtsklick drauf, gehen auf Formatvorlagen und sagen Formatvorlage erstellen. Jetzt können Sie die benennen. Ich nenne die jetzt mal Anhangsüberschrift 1. Und jetzt ist die hier zur Auswahl. Das hier ist jetzt eine Anhangsüberschrift 1. Machen wir noch eine Anhangsüberschrift der zweiten Ebene. Aber wir sehen, da ist noch eine Kleinigkeit jetzt, die man noch tun könnte. Man hat hier drinne noch die Überschrift 1, die danach folgt. Das ist nicht schön. Da sagen wir Rechtsklick ändern und sagen hier drin Formatvorlage für den folgenden Absatz Standard. Sprich, jedes Mal, wenn Sie eine Anhangsüberschrift haben und dann Enter drücken, dann wechselt es rüber in Standard und nicht mehr in die Überschrift. Also machen wir noch eine zweite. Anhang römisch 2, Name des zweiten Anhangs. Und wir machen jetzt noch eine zweite Ebene. Dafür nehmen wir die Überschrift der zweiten Ebene her. Anhang römisch 2a zum Beispiel, oder wie Sie es dann auch untergliedern möchten, Name des Unteranhangs.
Auch hier müssen wir jetzt wieder eine neue Überschrift definieren. Da sagen wir wieder Rechtsklick, Formatvorlagen, Formatvorlage erstellen und sagen, das ist die Anhangsüberschrift 2. Auch da gehen wir jetzt nochmal mit Rechtsklick auf Ändern und sagen, dass Formatvorlage für folgenden Absatz Standard sein soll. Ist dann einfach schöner. Jetzt können Sie hier Enter drücken, können schreiben, wunderbar, funktioniert. Diese beiden Formatvorlagen können wir jetzt in einem separaten Verzeichnis ziehen lassen von Word. Heißt, wir können an der Stelle, wo unser Verzeichnis sein soll, ein Verzeichnis erstellen. Ups, Entschuldigung, an der Stelle ein Verzeichnis erstellen. Und das wird auch wieder ein Inhaltsverzeichnis sein. Sie müssen jetzt also ein zweites Inhaltsverzeichnis erstellen. Das zeige ich Ihnen. Dafür geht man auf Verweise, Inhaltsverzeichnis und benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Und da drin sagen wir jetzt bei Optionen, dass nur die Anhangsüberschriften erscheinen sollen. Also Anhangsüberschrift 1 bekommt die Gliederungsebene 1, Anhangsüberschrift 2 die Gliederungsebene 2. Und jetzt müssen wir hier eben durchgehen und schauen, ob noch irgendetwas anderes gezogen werden würde. Ja, die normalen Überschriften wollen wir hier drin ja nicht haben. Wir wollen im Anhangsverzeichnis nur die Anhänge gelistet haben. Gut, also alles andere rausgenommen. Und jetzt aufpassen, das ist wichtig, wenn man auf OK klickt, fragt Word jetzt, ob das alte Inhaltsverzeichnis ersetzt werden soll. Das wollen wir nicht, wir wollen ja ein zweites haben. Also dieses Inhaltsverzeichnis ersetzen? Nein, nicht ersetzen. Und jetzt sehen Sie, wir haben hier unten ein zweites Verzeichnis bekommen. Es kann jetzt sein, also wir wären theoretisch schon fertig, aber es kann jetzt sein, dass Ihr Inhaltsverzeichnis selber, wo ist es denn gerade eben? Hier. Dass das jetzt auch noch diese neuen Dinge bringt. Felder aktualisieren, gucken wir mal. Ja, nee, tatsächlich tut es nicht. Aber gehen wir davon aus, dass Ihnen jetzt hier aus Versehen auch diese Dinge erscheinen würden. Dann klicken Sie in Ihr Verzeichnis rein und sagen, okay, Verweise, Inhaltsverzeichnis, benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis, erstellen nochmal ein neues Verzeichnis und stellen hier eben sicher, dass in dem normalen Inhaltsverzeichnis die Anhangsüberschriften nicht kommen. Dann nehmen Sie die eben raus. Da soll nur die Überschrift 1, 2, 3 auftauchen. Okay? Okay? Dann fragt Word nach, dieses Inhaltsverzeichnis ersetzen. Ja, in dem Fall schon. Und hier kommt eben jetzt nur dieses Anhang. Das war ja das, was ich über dem Anhangsverzeichnis geschrieben habe. Das hier ist eine ganz normale Überschrift der ersten Ebene. Und das hier unten waren die Anhangsüberschriften. Das ist der ganze Zauber. Wir haben zwei Arten von Überschriften in zwei Verzeichnissen. Gut, machen wir den letzten Anhangstyp, machen wir den digitalen Anhang. Den habe ich schon vorbereitet. Auch hier wäre es jetzt wieder so, dass man ein Anhangsverzeichnis hat, da wo der normale Anhang hinge. Springen wir da mal hin. Und das muss man jetzt wirklich von Hand machen, weil nichts auf die CD ja irgendwie referenziert. Aber legen Sie es einfach der Art und Weise nach an, wie es ich hier gemacht habe. Das heißt, Sie schreiben hier nochmal, was das für eine Art von Anhang ist. Ist es eine CD? Ist es ein USB-Stick? Was haben wir denn? Und dann kommt alles, was die CD hat, in alphabetischer Reihenfolge und auch mit dem Dateipfad. Das heißt, der Anhang 1 mit seinem Namen kommt da. Und dann kommt auch noch der Dateipfad, wo man genau diesen Anhang auf der CD oder dem Stick jetzt findet. Machen Sie sich da jetzt keinen Kopf mit der Dateipfadstruktur. Gucken Sie einfach nur, dass Ihr Anhang grob so heißt, wie er hier in der Arbeit benutzt wird. Und machen Sie keine tiefen Ebenen. Also wenn Sie eh nur 4, 5 Sachen haben auf der CD, da brauchen Sie gar keine Unterordner. Das ist dann wirklich sehr egal. Aber listen Sie alles auf, was eben auf Ihrer CD mit drauf ist. Ja, das müssen Sie halt von Hand einfach machen. Aber meistens ist Ihr Problem eher, dass Sie nicht wissen, wie Sie es überhaupt machen sollen. Ich hoffe deshalb, dass das hier Ihnen schon reicht. Und dann legen Sie einfach nur noch Ihre CD bei und Sie sind fertig. Okay, ich hoffe, das konnte Ihnen jetzt ein bisschen weiterhelfen. Falls Sie da noch Fragen haben, kommentieren Sie einfach gerne unter dem Video oder kontaktieren Sie mich direkt. Und ja, dann kommen wir da irgendwie noch hin. Wir kriegen das alles hin. Ich helfe Ihnen da gerne weiter. Vielen Dank.